Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die Modded. Ja, ich werde noch eine Folge jetzt hier dran nageln in der Aufnahmesession. Ich will wenigstens hier oben das ringsherum fertig haben. Das wäre mir doch schon wichtig. Also maximal sollten wir 12 brauchen. Machen wir mal die 12. 166 Uhr. Also Platten sollte ich genug haben eigentlich. Ja, das meine ich halt. Die Zombies können jetzt hier rumstehen, ne? Ohne dass sie irgendwie Schaden kriegen. Deswegen, vielleicht tausche ich es noch aus. Weil da müssten ja auch schon alle vier Spikes weggehen, bevor es runterballert. Oder ich mache zumindest ein Block. Genau, ich lasse einen Block und mache drei Spikes. So mache ich es. Das geht. Aber ein Sicherheitsblock, der sollte das eigentlich noch halten. Selbst wenn die anderen drei weggehen sollten komplett. Aber da müsste ich ja auch schon die ganze Zeit da in die Ecke stehen. Obwohl, letztes Mal haben wir auch gesehen, sind auch direkt auf die Dinger gegangen. Von daher. Ja, die Horde werde ich in der Aufnahmesession jetzt nicht mehr machen. Wie gesagt, ich mache jetzt die eine Folge hier noch. Ich gucke mal eben. Sehr schön. Erstmal zwei. Ich glaube, ich will das Eisen erst für Iron Bars nehmen. Mach auf jeden Fall mal, komm. Bevor ich jetzt ins die Geschäft einsteige. Ja, was die eine jetzt wollte hier, oder der eine Zombie, weiß auch kein Mensch, oder? Mhm. So schön hingesetzt, kannst du sie schon wieder weghauen hier. Was ist denn los mit euch? Ist ein Nachtzügler oder was? Hallo? So. Perfekto. Ja, das sind halt die wichtigen Plates. Die müssen halt... Oh, guck mal, hier, mein Bastoni ist wieder. Die müssen halt aufgewertet werden. Weil die anderen Ball sind natürlich alle doppelt. Ja, wir können ja gleich auch nochmal runter noch ein paar Steine eben machen. Soll auch nicht das Problem sein. So. Aber das sollte ja für die vier Ecken auf jeden Fall reichen. Und das Schöne ist, ich kann zur Not jetzt dann auch nochmal einen rausziehen hier.
Würde es doch mehr Sinn machen, wenn ich die gleich so herstelle. Sparen wir uns auch die Cobblestone-Gedönse. Ihr seht, das kostet eine Menge. Die Cobblestone ist noch, das alles aufzuwerten. Wenn wir es denn hier komplett aufwerten wollen. Was aber natürlich Sinn macht. Ihr seht, das ist halt die untere Platte, ne? Die, normal müsste ich die jetzt erst aufwerten, bevor ich die anderen oben drauf setze. Weil sonst komme ich natürlich wieder schlecht dran. Sonst muss ich mich wieder fünfmal von unten hochbauen. Und die oberste brauchen wir ja dann auch nicht unbedingt aufwerten. Und das Schöne ist, wir können dann hier auch doppelte Iron Bars setzen. Ja. War gar nicht geplant, dass das hier so ein Gedöns wird, aber ich sag ja, das ist bei mir immer so, Leute. Mal eben gucken. Ja, die haben wir natürlich schon verkehrt rum angefangen. Hier müssen wir von unten welche dran setzen noch, ne? So war es, glaube ich. Oh, das ist aber auch schwierig, mich den jetzt abbekommen. Risiko. Risiko. Also, sollte erstmal die setzen. Nein. Hallo? Zack. Vier Plates. Ich sage, bei mir ist es immer so, ich fange an zu bauen und dann, wenn ich erstmal anfange, da kommen die dutzend Sachen bei rum. Da weiß ich meistens selber nicht, wie es jetzt doch so weit kommen konnte. Deswegen ist bei mir immer ganz schwer. Ich meine, jetzt unser nächster Kampfbase habe ich ja, wie gesagt, schon im Kopf. Aber ansonsten. So, jetzt gucken wir mal eben. Das hier ein bisschen gleichzeitig haben. 2, 3, 4, 6. Passt doch schon, ne? War schon wieder eine zu viel drin hier. Gut, da müssen wir jetzt gleich mal 10, 6, 12, also 12. Und was haben wir hier? Auch, ne? 2, 3, 4, 5 sogar nur. Aber gut, dann kriegen wir auf jeden Fall ja schon mal eine Reihe drauf. Das ist ja schon mal sehr nice. Na, der war doch schon da eigentlich.
Jo, sehr nice. Ja, wie gesagt, wir könnten sogar noch eine rausgehen jetzt. Aber ich denke, das sollte reichen. Das Schöne ist, wir haben schon Iron Bars fertig. Ich hoffe, ich habe auch die richtigen gemacht. Da waren sie schon. Naja. Ja. Na. Zwei, drei, vier. So, sehr geil. Mal selber hier noch eben rein. Ich auch 6. Warum habe ich da drüben auch nur 5? Irgendwas ist sowieso komisch. 1, 2, 3. Habe ich hier nicht nur 2? Ne. 1, 2, 3. Aber hier habe ich nur 2. Weiß ich auch nicht. Ganz komisch, ne? Der muss noch raus hier. Zack. Können wir da nämlich die reinsetzen. Sehr schön, sehr schön. Sehr schön. Guck mal, dann können wir die Seite fertig machen. Dann nimmt das doch alles hier langsam Gestalt an. Das ist echt die beste Sache, die sie eingeführt haben mit dem Kopieren, ey. Ist noch nicht ganz fertig. Dann brauchst du ja auch gar nicht mehr so viele machen. Dann brauchst du nur noch 4 machen. Weil das reicht erstmal eine Lage. Weil so viele Cops werden jetzt hier nicht kommen, dass sie uns hier gleich... Ja. Jetzt kommen wir nämlich hier an die Probleme. Normalerweise... Geht sogar. Sehr schön. Er ist natürlich jetzt scheiße mit der Stufe dann hier, der Kleinen. Aber ich sehe gerade da mal ja die ganze, also das Dach dran. Ist natürlich ein bisschen kacke zum vernünftigen Durchschießen. Naja, muss ich mal gucken. Was hat denn so ein Dach hier? 1200, ja. Dann werden wir das mal nicht so eben fix weghacken. Gut, der ist durch. Und 55. Zack, 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 zack. Ja, und ihr seht, wo es drauf hinausläuft. Stein, Stein, Stein und nochmal Stein. 40. Jetzt habe ich gar keine Weaver Frames mitgenommen. Nur einen hatten wir fertig. Das heißt 4, 8. Habe ich die auch schon einmal ja, hatte ich.
man hier keine Zahl eingeben kann, ne? So. Können wir die nämlich verballern gehen? Dann sind wir hier nämlich auch fast durch. Ein bisschen Glück reicht sogar. Ich überlege halt gerade. Das werde ich auch machen, denke ich. Ob ich mir jetzt hier noch einen Durchgang machen soll nach unten. Wenn wir da Eisen oder sowas finden. Und ansonsten halt Stein generell ein bisschen. Ressourcensteine lohnen sich halt mehr. Ich meine, wir könnten uns sonst natürlich. Nee, machen wir nicht. Wir könnten uns sonst auch da hinten noch eine Mine machen. Das einzige wäre, ich könnte einen zweiten Ausgang. Nee, komm. Scheiß drauf, wir machen zu, ey. Wir werden uns mal auf Ressourcensteine beschränken. Wie gesagt, wir haben Minibike, da können wir auch nachts los. Mal ausprobieren, wie weit wir mit ohne Mining quasi kommen. Also jetzt. Wisst, wie ich meine. Gehört aber für mich eigentlich dazu. Also später, wenn wir unsere Kampfbutze bauen, müssen wir eh auch in die Tiefe, weil Strom verlegen und so. Mal sehen. Ja, perfekt. Unten ist dicht. Was war eigentlich hier noch irgendwas? Aber hier hat man natürlich auch noch Ranzkisten. Irgendwas müssen wir hier auf jeden Fall reinmachen. Was bei da, ich weiß nicht, ob die durchkommen durch einen Block. Eigentlich nicht, aber naja, mal schauen. Gut, ich wollte gerade sagen, die sollten noch fertig sein, das auch. 3000 haben wir. Scheiß drauf, mach erstmal fertig. Hier kannst du mal eine Wrench, Holz, ne? Ne, Holz habe ich doch. Ach, Mechaniker Part. Oh, die haben wir, glaube ich, sogar noch 4 Stück. Nein, da sind sie. Ja. Läuft bei uns. Sehr schön. Ist das auch ready? Bin gerade von mir selber begeistert, wie gut das hier gerade läuft. Das noch wieder mitnehmen. Kopierchen. Ja, wie gesagt, hier müssen wir jetzt gleich noch einmal von unten gucken. Müsste ich dann auch von unten aufwerten. Na komm, werd fertig. Nur 28 Gobblestonies. Normal bräuchte ich jetzt eigentlich. Schön. Keine mehr. Gut, die Ecken haben wir also. Ich muss natürlich die Säulen noch aufwerten. Wie gesagt, Kops mit diesem 500er Haltbarkeit, die hauen da einmal vor, dann friert schon wieder, weil ist nachts. Ich verstehe auch nicht, warum ich keinen Duster oder sowas habe. Ich habe nur den komischen
Den habe ich jetzt da unten in der Kiste, an Pulli oder was? Den habe ich doch schon an, ey. Die Hose, dann zieh die doch aus, Junge. Werde wohl eine richtige Hose haben. Zack. Fertig. 16. Juti, das passt auch. Ich würde halt ganz gern noch ein Dingens, ein Geländer haben. Holz haben wir auch. Haben wir, glaube ich, drin sogar noch was. Jo, sehr schön. Und zwar einfach das ganz Poplige hier. Problemchen an der Sache. Sind die Plates. Ich kann natürlich hier ansetzen. Ich frage, ob der es dann hält alles. Ja, warum ein paar Gobelstone? Ich muss die einmal aufwerten hier. Dass ich da noch eine Reihe oben drauf setzen kann, Platten. Das wird es uns wahrscheinlich nicht halten, vernünftig. Juti! Sollten wir... hinkriegen. Irgendwann werde ich da runterballern. Ich garantiere es euch. Das können wir auch mit runternehmen. Geronimo! Den nehmen wir mit. Mensch, brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Das auch und das auch nicht. Das auch nicht. Juti. Hier haben wir schon mal ein paar. Die können eh weg. Wo uns in der Nähe ist. Eh alles hier freigeschaufelt irgendwann. Nacht auch schon mal dunkler in Erinnerung gehabt, oder? Erstmal das hier in der Nähe alles weg, ja? Das ist auch noch ein kleines Häuschen. Und da steht noch so ein versteckter Baumstumpf. Der haben wir bestimmt noch nicht gelootet. Na, sag ich doch. Oh, und ein Honig. Sehr nice. Ja, wenn wir die Steine hier machen, sollte das schon passen. Mein Gott. sind 40, 50, dann sollten wir auf jeden Fall außen die einmal rumkriegen. Wäre natürlich schön, wenn wir sie komplett fertig kriegen. Die unteren.
Ja, aber sonst bin ich ganz zufrieden eigentlich. Ich meine, man könnte zur Not noch das Dach umgestalten später. Also, aber ja, so weit wollen wir ja gar nicht gehen. Ne? Das ist schon in Ordnung. Vielleicht machen wir es nochmal mit den Spikes anders, je nachdem, wie lange wir das Ding nutzen müssen. Das werden wir sehen. Aber oben mit den Doppelplatten später nochmal eine Reihe Iron Bars drauf. Sind ja auch nur 24. Ist auch nicht das Problem. Dann ist das Ding schon echt safe. Und wie gesagt, die können sich ja ruhig unten reinbohren in die Wände. Also, mein Gott. Da müssen sie echt schon richtig wegwämsen, bevor das zusammenfällt. Und vielleicht bauen wir auch schon mal irgendwie vielleicht baue ich mal so ein kleines Lagerhäuschen schon mal da hinten hin, wo wir unser richtige Base bauen wollen. Also, wo wir jetzt keine Kampfbase, aber natürlich auch sicher. Oder ich baue da echt irgendwie so ein kleines Dörfchen mit einem fetten Zaun drum oder so. So Walking Dead mäßig. Mal schauen. Aber wo dann halt, wo ich halt schon mal unseren wichtigen Loot hinballern könnte, also. Aber wie gesagt, die sollte eigentlich nichts passieren. Klar können wir sterben, also das meine ich damit jetzt nicht. Ich meine halt nicht, dass das Haus irgendwie einfällt oder was, wenn wir unsere Kisten verlieren oder sowas. Ist mir auch schon ewig nicht mehr passiert. Ist mir aber schon passiert. Weiß gar nicht mehr, Alpha 13, 14 oder was. Da war sogar noch Alpha 12. Steht da wer? Ne, ist der Baum, ne? Ja, ihr seht's, aber ne, wenn du dein Gebiet gecleant hast, ist nachts auch tote Hose. Also, das ist ja nicht so, dass nachts auf einmal hier mega viele Zombies erwachen. Das ist ja echt, sind echt nur die Wanderhorden halt. Jetzt habe ich natürlich die Wrench unten in der Kiste. Ich bin so ein Held, ey. Wo das natürlich auch noch eine Idee wäre, ne? Dass man nachts halt irgendwie Fettes spawnen lässt. Aber wie gesagt, ich bin eh so mehr der Walking Dead Fan. Also meinetwegen könnten die Zombies immer nur normal gehen. Aber dann halt stärker machen. Ne? Also auch normale Zombies stärker machen. Und am besten auch so, dass Körpertreffer oder so Beintreffer und so eigentlich keine Auswirkungen haben. Also jetzt auf die Hitpoints. Gibt's ja glaube ich auch schon einen Mod, ne? Oder gab's zumindest mal den Alpha? Ich weiß es gar nicht mehr. 14 oder was auch immer.
hieß er? Hieß er nicht sogar The Walking Dead Mod? Ich weiß es gar nicht mehr. Der war auf jeden Fall so, oder ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt noch gibt, kann auch sein. Der war auf jeden Fall so ausgelegt, dass die Zombies gar nicht mehr rennen. Problem an dem Mod war halt, dass der gleichzeitig ausgelegt war, dass du mit jedem Kopfschuss der Zombie gleich umgefallen ist. Also das ist natürlich dann Langeweile pur, also. Das Ding ist halt, du müsstest dann halt die Masse machen, ne? Du müsstest die Wanderhorden hochstellen, also dass du dann wirklich in Bedrängnis kommst, also wenn dann so 40, 50 Zombies kommen würden halt. Und das andere Ding ist, die müssten dich halt handeln. Was sie ja gar nicht mehr tun, die Wanderhorden. Ach so, die müssen wir von unten erstmal dran, ne? Das war ja schon Schwachsinn, was ich gemacht habe. 300 und... Obwohl, die können wir noch machen, ja. Das ist natürlich wieder die Sache mit Performance, aber da muss man erstmal auf die Alpha 17 warten. Wenn die Zombies einen wieder richtig handeln, man kann es ja so einstellen, dass sie einen... Oder konnte man zumindest immer, ich weiß nicht, ob es noch geht. Man konnte ja die Zeit einstellen, wie lange die einen sensen oder suchen. Und wenn man das halt vernünftig hochsetzt, kann das auch interessant werden, wenn die halt langsam sind. Musst du halt die Masse haben. Und die müssten halt dann auch irgendwie da bleiben und nicht auf einmal dann wegspawnen, was sie ja tun, aus Performancegründen schon alleine. Aber finde ich ganz interessant mal. Muss ich mal gucken, vielleicht kann man das mal in der Zukunft ausprobieren einfach mal. Ich meine, ihr seht ja hier diese normalen Zombies, wenn die hier ankommen. Zwei Schläge mit Lucille und ist Ende Gelände, ne? Also, ich sehe jetzt nicht irgendwie, dass du da in Bedrängnis kommst. Das müsste man dann halt ändern. Du musst dann echt so... Dann brauchst du auch vielleicht gar nicht die Masse. Wenn du irgendwie fünf Schläge aushalten oder was auf die Birne vom Spike Club. Dann weißt du, was die aushalten, wenn du keinen Spike-Club hast. Und dann sind so 10 Zombies, wenn die kommen, auch schon eine Herausforderung, die wegzukriegen. Mal sehen. Wie gesagt, wir werden die Alpha 16 hier höchstwahrscheinlich eine lange Zeit haben. Und dann kann man mal so eine Klamotten ausprobieren. Aber ansonsten muss ich sagen, bin ich im Moment... Ich meine, ich habe jetzt noch nicht hier... Na, hier will ich gerade, ob ich mir hier so ein bisschen größeres Springtor lasse. Kenne mich ja. Ach komm. Geronimo. Weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Soweit ist schon. Ja, genau. Dann zeige ich mir noch nicht da an und setze mir dann hier ins Gesicht rein, oder was? Boah, jetzt habe ich echt einen Faden verloren, Leute. Naja, es wird mir wieder einfallen. Es ist schon zu spät einfach. Aber ich will das jetzt hier noch wenigstens noch fertig kriegen eben. Das Problem ist, ich sollte das von unten machen. Das geht wahrscheinlich 200 mal schneller. Außerdem muss ich da hinten noch Platten hin. Vielleicht sollte ich mir hier auch noch mal Heuballen hinlegen. Dann brauche ich gar nicht erst rüber.
Da gefällt mir das Spiel eigentlich am schönsten. Oder gefällt mir das Spiel am schönsten? Gefällt mir das Spiel. Sieht am besten aus, habe ich ja schon mal gesagt. Also jetzt so, wenn Sonnenaufuntergang ist. Ja. Jo, du sollst dich. Nicht mal. Der ist auch untouched. Jetzt haben wir noch nicht mal Souls in der Tasche. Ja, ich nehme jetzt mal kurz die, damit ich nicht so viel Stamina oder gar keine Stamina verliere. Man weiß ja nie. Es kam jetzt auch keine Wanderhorde in der Nacht. Macht mich gerade ein bisschen stutzig. Das war auch dumm, wenn ich noch ein bisschen Abstand ruhig lassen können, ja. Mach mal Licht. Ja, geht doch. Ein bisschen Gefriemel hier. Sehr schön, sehr schön. Schon wieder Schmacht oder was, Junge? Ja, bist ja auch schwer maloren. Darf so ein bisschen Schmacht haben. Und ich sehe schon, es wird schon wieder eine längere Folge. Naja, ihr seid ja gewohnt, ne? Ey, ich hab doch. Ich wollte gerade sagen. So. Machen noch eben die Reling fertig hier und dann. Ist gut. Ich mache erst die Seite, weil da müssen wir ja auch noch Platten setzen. Und diesmal gehen wir mal ein weiter nach hinten. Jetzt habe ich noch nicht mehr genug Holz. Was haben wir denn? 18, für die Seite soll es reichen. Ja, guck mal, passt doch alles wunderbar. Mittlerweile für eine Reichweite hat, ne? Wahnsinn! Juti! So, hier müssen erstmal. Die Platten halt runter. Ich bin mal gespannt, wie weiter kommt hier. Der kriegt die sogar aufgewertet da hinten, ey. Perfekto. Gut, da muss ich mich kurz an den Seiten nochmal, an den Ecken nochmal kurz hoch. Hm, da kommst du natürlich nicht hin, weil da die das Dach ist. Weil ich meine, das Dach ist ja stabil, also. Und wenn sie es kaputt
spucken sollten, können wir es ja dann immer noch ersetzen. Problem ist halt nur, dass hier ein bisschen die Sicht genommen wird. Ist das schon? Oh, ist schon, schon. Ja, das habe ich mir nämlich gedacht, dass da noch einer fehlte. Zack. Bäm. Haben wir so ein bisschen was? 15. Ja. Naja. Gut, wenn wir gerade schon mal hier sind, können wir hier schon mal die Railing setzen. Die müssen natürlich auch alle aufwerten, aber die waren nur eins, oder? Da gucken wir gleich mal noch eben fix. Nehmen wir Fortschritt-Alben liegen. 100 und. Ich glaube so 60 oder 65 oder was. Einmal ganz rum. Ich weiß jetzt nur nicht, ob es 1 oder 2 war. Also 1 wäre natürlich Hammer. Dann können wir das noch eben durchziehen. Ja, und dann brauchen wir noch mal ein paar Cobblestonies. Dass wir es nochmal aufwerten, die anderen restlichen Platten und die ganzen Pöhler hier. Nach oben hin. Aber wie gesagt, wir sind Tag 14 Horde, also die sollten wir. Die sollten wir auch so schaffen, ohne dass wir die jetzt unbedingt aufwerten müssen. Probieren. What? Wollte schon sagen. Ja, mega, hätte ich mir vorher nie ausmalen können. Dass ich hier so ein nices Dingen baue. Echt. Wrenchy, wrenchy, wrenchy. Da ist er doch schon. Ey. Sag ich doch ein. Ein ist natürlich super geil. Viel besser aus, hält mehr aus. Das Schöne ist, man kann da durchschießen. Und das Schöne generell an dem Dach ist natürlich auch, hey, dass wenn uns jetzt hier die Cops hier kommen, bespucken uns, dann gehen wir hier, zack, haben wir hier schön Deckung. Schon gut. So, sie hatte ich auch angeschmissen, glaube ich. Können wir nämlich hier gleich noch eben die Ecken aufwerten auf Stil, dann haben wir das auch fertig. Also dann geht da auch gar nichts mehr schief. Also diese hier. Hat da mal natürlich wieder eine Menge Resis gekostet. Dafür, dass wir hier am Anfang eigentlich nur so, ja, eigentlich gar nicht großartig was machen wollten, aber so ist es halt bei mir. So, perfekt.
Noch 16 sind es. Aber gut, wir haben ja ein bisschen Eisen gemacht. Juti. Soll es erstmal gewesen sein, Leute. Ich danke mich fürs Zusehen. Ein bisschen länger geworden, aber gut. Ihr kennt's. Also, ich werde noch eine dran setzen, denke ich. Dann mache ich es hier noch fertig. Also sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.